Hi, meine lieben Freunde, was geht? Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild Ultramodded. Eigentlich ist es ja immer noch The Legend of Linkle, ich weiß, aber ich muss ja dann doch irgendwo einen Namen verwenden, den auch neue Zuschauer richtig verstehen können. Ich werde euch gleich auf der Karte zeigen, wo ich bin. Ich habe mich mal wieder direkt zu einer neuen Croc-Location begeben, an welcher wir diesen Steinkreis hier vervollständigen müssen. Wir sind, für alle, die es interessiert, hier südlich der Quellen von Ronel an dieser kleinen Bucht, in welcher hier dieser Croc auf uns wartet. Und mein Ziel ist es heute, ein bisschen hier schräg hochzugehen, ne, quasi hier diese Seite noch abzuarbeiten, weil dann hätten wir wirklich hier den kompletten Osten von Hyrule quasi einmal erkundet. Und das halte ich für eine relativ chillige Sache. Und danach müssen wir mal schauen, was abgeht. Also ich bin immer noch nicht so ganz schlüssig, ob wir wirklich jetzt richtig weit in den Süden gehen sollen, ob wir vielleicht auch mal in eine komplett neue Richtung gehen. Also jetzt mal, sage ich mal, fernab von irgendwelchen Titanen und so weiter, sondern in den Wald, ne? in die vergessenen Wälder, in welcher wir... Oh, lol, da war ein Diamant drin. Übel gut. Der vergessenen Wälder, wo ja auch die Crocs wohnen, wo wir eventuell irgendwann Hyrule wahrscheinlich, oder? Das Masterschwert finden. Ich bin noch unschlüssig. Für den heutigen Part müssen wir uns hierüber auf jeden Fall noch keine Gedanken machen. Aber in Zukunft werde ich da mal kritisch drüber nachdenken und euch dann die Entscheidung mitteilen, wo es für mich dann, beziehungsweise wo es für uns dann in Zukunft hingeht. By the way, ich feiere immer noch dieses Huhn als Gleiter so insane. Das sieht einfach so gut aus. Das ist wirklich so gut animiert. Ja, aber es ist eine echt schöne Gegend hier. Entschuldigt meine Wortfindungsprobleme am Anfang. Es ist noch tatsächlich relativ früh, wo ich das hier aufnehme. Arbeitstechnisch bin ich gerade wieder in einer übelst geilen Stimmung. Also wirklich, es vergeht kein Tag, wo ich nicht übelst viel an YouTube arbeite und wo ich nicht neue Ideen habe, wo ich neue Konzepte umsetze, wo ich irgendwas überarbeite, was ich mir schon länger vorgenommen hatte. Es ist sehr, sehr geil gerade. Gerade Januar, Februar waren, oder vor allem der Februar. Vor allem der Februar waren arbeitstechnisch für mich nicht so einfach, weil ich eben angefangen habe, meine Ernährung umzustellen und mein Körper musste sich darauf erstmal anpassen. Ich habe sportlich natürlich aufgrund der Ernährung und auch aufgrund dessen, dass ich jetzt schon länger nicht mehr ins Fitness gehe, einige, wie soll ich sagen, Rückschritte gemacht. Ich habe so gemerkt, wie mein Körper einfach nicht mehr so kräftig wie früher ist. Das hat mich irgendwo so ein bisschen demotiviert. YouTube-technisch waren die Klicks nicht mehr so weit oben, wie sie noch vor einiger Zeit waren, sage ich mal. Und auch quasi finanziell bezüglich der Selbstständigkeit musste ich gerade im Februar ein bisschen schauen, wo es mit mir hingeht. Ganz einfach aus dem Grund, weil, gewisse Aufträge Stück für Stück so ein bisschen, sage ich mal, weggebrochen sind, die ich eine ganze Zeit lang quasi immer gemacht habe, aufgrund verschiedenster Faktoren. Und ich wusste auch, dass das irgendwann passieren wird, aber irgendwie hat sich im Februar so einiges angestaut, womit ich erstmal lernen musste, umzugehen. Aber das ist etwas, davor hat mich Sefi auch schon gewarnt, als wir mal über das Thema Selbstständigkeit gesprochen haben. Die wahre Kunst, mit einer Selbstständigkeit umzugehen, zeigt sich vor allem erst in dem Moment, in dem es irgendwann nicht mehr so läuft. Ne? Und wie man dann damit umgeht. Wenn man weiß, okay, ich bin am Ende des Monats eventuell unter den von mir geplanten finanziellen Zielen. Ich meine, also es wird niemals passieren, dass ich irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten komme, hoffe ich. Wenn jetzt nicht, sage ich mal, irgendwas Unvorhergesehenes passiert, was mich richtig viel Geld kostet. Ich habe wirklich gute Ersparnisse aus verschiedensten Quellen. Also ich werde niemals in Geldnot kommen. Also zumindest hoffe ich das. Also bevor das passiert, werde ich wieder einen normalen Job anfangen. Aber selbst wenn ich jetzt mit YouTube, was weiß ich, jahrelang nichts verdienen würde, könnte ich mich, glaube ich, immer noch relativ gut mit dem einen oder anderen Kniff easy über Wasser halten. Also bitte habt keine Angst, dass ich in irgendwelche finanziellen Schwierigkeiten komme. Aber das hat ganz einfach mit dem simplen Ziel der Zielerreichung zu tun. Es ist einfach irgendwo kein schönes Gefühl. Ich meine, ihr kennt das mit Sicherheit auch, wenn ihr auf eine Prüfung lernt und ihr setzt euch ein Ziel, okay, bis zum Ende der Woche möchte ich das, das und das gelernt haben.
Und ihr schafft es einfach nicht so. Aus den verschiedensten Gründen, das kann tausend verschiedene Gründe haben, welche, auf die ihr selber Einfluss habt, vielleicht auch welche, auf die ihr selber keinen Einfluss habt. Aber aus irgendwelchen Gründen schafft ihr es nicht, eure Ziele zu erreichen. Das ist alles andere als kritisch. So, man kann das easy abfangen und man kann ja noch super easy darauf reagieren. Aber es fühlt sich trotzdem, es fühlt sich einfach nicht geil an. So, es ist einfach irgendwie uncool, nicht das zu erreichen, womit man geplant hat. Aber so wie es aussieht, scheint sich Stück für Stück wieder alles jetzt zu normalisieren und zu regeln. Mein Körper, oder das heißt mein Körper, ist ja eher meine Psyche. Meine Psyche hat, glaube ich, so langsam jetzt gelernt, wie es ist, in der Selbstständigkeit auch mit Phasen umzugehen, in denen es nicht so zu 100% läuft, wie man es geplant hat. Und ich denke, das wird mir vor allem dann auch in Zukunft viel helfen. Es ist ja, also ich denke, gerade das gesamte erste Jahr Selbstständigkeit, also alles, was in der Zeit noch alles auf mich zukommt, wird, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal vermuten, ne, ein riesiger Lernprozess für mich. Mit zu lernen, wie gehe ich mit nicht so guten Phasen um, wie gehe ich mit guten Phasen um, wie manage ich mich, auf was muss ich alles achten. Also das gesamte erste Jahr Selbstständigkeit ist einfach nur ein riesiger Lernprozess für mich. Und das war jetzt der erste Vorgeschmack. Das war noch lange nicht eine Krise. Noch lange nicht. Also, sollte mir nicht. Aber das war das erste Mal so, dass ich in der Selbstständigkeit war und gemerkt habe, okay, so fühlt es sich also an, wenn alles nicht so zu 100% nach Plan läuft. Und ich meine, diese Phasen werden immer wieder kommen. Ich meine, du wärst ja das übelste Planungsgenie, wenn jeder Monat finanziell genau so verläuft, wie du es immer vorher gesehen hast. Na? Dann, GG, dann bist du safe reich, wenn du immer genau weißt, wie viel du verdienst. Nein, Spaß, aber um zurück zum Thema zu kommen, mittlerweile weiß ich ganz genau, wie ich damit umzugehen habe, wie ich meinen Alltag plane, wie ich mit meiner Arbeitsmoral etc. umgehe, und ich bin jetzt wieder in einem übertriebenen Grind. Ich bin wieder richtig, richtig gut drauf. Ich habe wieder deutlich mehr Spaß aktuell wieder im Aufnehmen. Ich merke bei mir irgendwie, je besser meine Arbeitsmoral, desto später gehe ich ins Bett. So, gerade im Februar bin ich immer irgendwann um 12 ins Bett gegangen, weil ich mir gesagt habe, ja, ich versuche ja richtige Zeiten einzuhalten und bla bla bla. Und dann habe ich mir quasi selber immer so ein bisschen Ausreden zurechtgelegt, weshalb ich jetzt quasi früher ins Bett gehen kann. Aber ich bin einfach nicht der Typ für um 12 ins Bett gehen und um 8 Uhr aufstehen. Ich habe das jetzt schon wirklich so häufig probiert. Wirklich. Mit den verschiedensten Methoden. Aber am Ende bin ich einfach am produktivsten, wenn ich an manchen Nächten einfach bis, was weiß ich, nachts um 3, 3:30 arbeite und am nächsten Morgen um 11 aufstehe. Das ist einfach mein Rhythmus. Und genau das war es gestern nicht. Ich war gestern wirklich noch sehr, sehr lange wach. Habe noch super viel unterschiedlichen Stuff gemacht. Und bin dann irgendwann um 3:30 ins Bett gegangen. Heute 11:15. Aufgestanden. Und jetzt sitze ich hier wieder direkt nach dem Aufstehen. Hab mir eine Tasse Kaffee gemacht, die ich jetzt auch austrinken muss, sonst wird es nämlich kalt. Oh shit, der hat mich gesehen. Tasse Kaffee gemacht und jetzt geht's hier quasi los ans Aufnehmen und Arbeiten und Tun und Machen. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, das muss ich aufpassen, weil der mit Pfeil und Bogen auf mich schießt. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Ich habe einfach das Gefühl, dass meine Arbeitsmoral so richtig, richtig krass gerade wieder zurückkommt. Aber warte mal, ich habe immer noch nichts gekocht. Okay. Ausweichen. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Nicht, dass der mich trifft. Genau, ich muss mal hier aus der Reichweite von diesem Bogenschützen gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, zack. Zack, sehr schön. Diese Leuenlanze ist relativ stark. Nochmal ausweichen. Geil. Oh mein Gott, trotz erschwertem Flurry Rush hier zweimal böse ausgewichen und die Typen erledigt. So muss das. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich relativ fix... Was liegt denn da? 5 Elektropfeile. Die nehme ich gern mit. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich die am schnellsten erledige. Eigentlich muss ich gar nicht gegen die kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, ich tue es auch nicht. Das sind 2 Exalforce mit Elektropfeilen. Ich habe wirklich wenig Interesse, die jetzt herauszufordern. Halte mich für den Lappen, aber dadurch, dass ich vercheckt habe zu kochen, wäre es einfach unklug, gegen sie zu kämpfen. Und ich versuche, unkluge Aktionen in meinem Leben zu vermeiden. So, das hier wird auch noch sehr interessant. Ich glaube, all diese Winde hier haben mit einem Schreinrätsel zu tun, soweit ich weiß. Dementsprechend werde ich hier schon mal vorsichtshalber
alles wegsprengen, was ich hier so sehe. Weil wir müssen, glaube ich, dafür sorgen, wenn ich das Schreinrätsel noch richtig im Kopf habe, müssen wir dafür sorgen, dass hier die Winde irgendwie so quasi wehen bzw. fließen können, die Windströme, dass, glaube ich, hier alle Winde durch dieses Steingebilde in der Mitte gehen. Ich glaube irgendwie so war das geregelt. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber genau, hier sind an den verschiedensten Stellen sind hier... Oh, da ist ein Croc. Das sehe ich jetzt schon. Da ist eine kleine Stein... wie soll ich sagen? So ein Steinkreis, wo ich wahrscheinlich von oben dann gleich Steine reinwerfen muss. Aber ich glaube, das Rätselslösung ist es hier quasi alle Wände zu sprengen. Genau. Die dafür sorgen, dass hier kein Wind reinfließen kann. So. Deswegen haben wir jetzt auch hier, glaube ich, eine kurze Zwischensequenz bekommen. Weil jetzt hier quasi der Wind gut durchfließen kann. Redet man beim Wind von Fließen? Ich meine, prinzipiell ist es wahrscheinlich, der Wind weht ja. Das ist klar. Aber man kann ja, glaube ich, auch sagen, Windströme fließen, oder? Weil Ströme fließen ja. Strom fließt, ein Wasserstrom fließt, dann Windströme können auch fließen. Aber gibt es Windströme? Ich weiß es nicht genau. Egal. Ihr versteht mich. Das ist das Wichtigste. So, kriegen wir das hier easy hin? Oh, shit. Der war viel zu weit. Okay. Muss ich wahrscheinlich eher von hier werfen. Bäh! Sehr gut. Da ist der Croc, den ich gesucht habe. Ihr hört ihn übrigens, by the way, auch schon hier. Hier. Wie heißt er? Ich vergesse seinen deutschen Namen immer. Auf Englisch heißt er Cass oder Cass, glaube ich. Ich vergesse seinen deutschen Namen immer. Aber unser Akkordeon spielender Bird ist hier wieder. Und wartet drauf, uns die Schreinquest zu geben. Aber vielleicht kriegen wir das schon gelöst, bevor er irgendwas sagt. So, hier weht der Wind schon durch. Von da kommt aber noch keiner. Von da kommt noch keiner. Aus welchem Grund? Ist hier noch irgendwo was versperrt? Oder... Ah, ich glaube, wir reden einfach mal mit ihm. Oh, ich finde einfach den Song of Storms. Das ist so schön. Wir reden einfach mal mit ihm. Und dann wird er uns schon sagen, was hier das Rätselslösung ist. Oh, das ist die Musik, ne? Dieser Song of Storms Mix ist richtig geil. Kashiwa ist dein deutscher Name. Stimmt. Na sowas, ich habe nicht damit gerechnet, dich zu treffen. Ah, du warst das. Mittlerweile sollte ich wohl nicht mehr überrascht sein, dir an einem Ort wie diesem zu begegnen. Ich kenne einen Song über diesen Platz. Würdest du ihn gerne hören? Ja, bitte. Ich hoffe, er ist auf Deutsch. Die Felsen sind zerbrochen in zwei. Der Wind ist gezähmt und doch frei. Im Land der nimmermüden Winde. Breite vom König gewährte Schwingen, setzen den Fuß auf Lande geschwinde und die Heldenprüfung soll gelingen. So, ich glaube, wir müssen irgendwas... Wir müssen hier... Ich glaube, wir müssen irgendwas... Müssen wir hier irgendwie... Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, da irgendwie durchgleiten oder so? Ohne den Boden zu berühren? Oh, ich bin noch unsicher. Diese Quest hatte irgendwas damit zu tun, dass man mit dem Gleiter an eine bestimmte Stelle fliegen musste. Das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr genau, wohin. Ah! Shit. Was war das hier für eine Quest? Ah, da ist noch! Da ist noch was, Guys. So. Und jetzt pustet der Wind aus zwei Richtungen hier rein. Und... Moment. Irgendwie muss ich das jetzt noch für mich nutzen. Ich stehe so kurz vor das Rätselslösung, Freunde. So, lass mich das mal abchecken. Ist noch irgendwo... Etwas, was ich sprengen kann. Da ist noch eine Öffnung, aus der aktuell noch kein Wind hier reinfließt. Ne, dieser Stein hat drei Öffnungen. Hier fließt Wind rein. Hier kommt Wind rein. Nur aus dieser Richtung hier kommt noch kein Wind. Weil da vorne noch was zum Sprengen ist. So, und jetzt kommt Wind aus allen drei Richtungen hier in diesen Felsen.
Und das sorgt jetzt dafür, dass hier ein sehr, sehr starker Wind in die Richtung des Schreins geleitet wird. Und dadurch wird diese Prüfung hier aktiviert. Und ich glaube, es heißt ja mit des Königs Flügeln oder so. Wir müssen jetzt einfach mit dem Gleiter quasi direkt auf dieses Podest fliegen. Glaube ich. Wir schauen das mal nach. Wir schauen mal nach, ob das das Rätselslösung ist. Nee. Noch nicht so ganz. Okay. Aber irgendwie so etwas war das. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Prüfung aktiviert. Und irgendwas muss jetzt dahin fliegen. Müssen wir es vielleicht von hier machen? Müssen wir von hier starten? Müssen wir quasi von hier in diese Richtung fliegen? So, dann hier nach oben. Oh shit, das wird nichts. Das wird nichts. Ich glaube, wir müssen das quasi in einem Stück schaffen. Ich glaube, wir müssen das quasi in einem Stück schaffen. Uff, aber meine Ausdauer. Ich muss übel aufpassen. Wir müssen quasi von Kashiwa losfliegen. Ich weiß, für alle, die Quest schon kennen, die werden jetzt wahrscheinlich die Krise kriegen, weil sie genau wissen, wie es funktioniert, aber ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir müssen von Kashiwa losfliegen, weil ja hier quasi der Wind beginnt. Und dann bis zum Podest des Königs kommen, ohne den Boden zu berühren. Ich glaube, das war das. Ich glaube, das war das. Wir werden das mal abchecken. Nee, irgendwie nicht so ganz, ne? Was war die Quest? Die Felsen sind zerbrochen entzwei. Der Wind ist gezähmt und auf freiem Land in dem Winde. Breite vom König gewährte Schwingen. Ja, das ist der Gleiter. Setze den Fuß auf Land geschwinde und die Heldenprüfung soll gelingen. Ich fliege einfach mal von hier los. Vielleicht bringt das was. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir quasi einmal hier durch diese Öffnung fliegen. Und dann auf das Schreinpodest. Das sieht gut aus. Wir sind vorhin von dem Felsen gestartet. Und nicht von irgendeinem Boden aus oder so, oder? Ich weiß es nicht genau, aber falls ihr es nicht hinbekommt, fliegt einfach von da los, wo ich war. Dann funktioniert das schon. Sehr schön. Damit haben wir den Schrein freigesetzt. Und die wunderschöne Song of Storm Smoky gehört. Das war schön. Und ich muss einen Kaffee trinken. Boah, ich vergesse so häufig, meinen Kaffee zu trinken. Und dann wird der mal kalt. Und ich kann mittlerweile keinen kalten Kaffee mehr trinken. Aber 80% meiner Kaffees, die ich trinke, sind kalt. Weil ich mir immer mache, an meinen Schreibtisch stelle und dann vergesse es zu trinken. Aber wenn er warm ist, ist er so lecker. Aber wenn er kalt ist, wird er so eklig. Es ist unfassbar. Okay, jetzt bin ich am Start. Und das ist nur ein Schrein, wo ich mir eine Belohnung abhole. Das ist wieder einer, wo die Quest auf der Overworld quasi die symbolische Schreinquest darstellt. So, ein 24er Doppelfeuerschwert. Dafür können wir... Haben wir hier irgendwas, was kaputt geht? Ich glaube, den Feuerstab kicke ich dafür einfach. Oder diese Achterlanze, ganz ehrlich. Eine Achterlanze ist jetzt wirklich nicht so notwendig. Gut! Dann hätten wir auch hier diesen Schrein abgeschlossen. Schöne Sache. Das war eine schöne Quest, weil ich eben nicht mehr genau wusste, wie sie ging. Und deshalb nochmal ein bisschen knobeln konnte. Wow, was würde ich nur dafür geben, mein gesamtes Gedächtnis an Breath of the Wild nochmal löschen zu können. Und das einfach nochmal zu 100% blind erleben zu können. Das habe ich aber bei so vielen Spielen. Das habe ich bei so vielen Spielen. Mario 64, same. Oh mein Gott, wie gerne ich mal... Oder Mario Odyssey. Uff. Wie gerne ich diese Spiele einfach nochmal blind spielen würde. Aber leider ist unser menschliches Gehirn so programmiert. Normalerweise, wenn du es einmal im Schädel hast, dann kriegst du es fast nicht mehr raus. Ich meine, prinzipiell ist das eine gute Sache, aber ab und zu wünscht man sich doch irgendwas zu vergessen. Habt ihr ein Spiel, bei dem ihr sagen würdet, oh mein Gott, was würde ich dafür geben, nochmal alle Erinnerungen daran zu verlieren? Bei mir ist es, wie gesagt, Mario 64, glaube ich. Oder BOTW. Mario 64 oder BOTW. Eines der beiden Games würde ich am liebsten nochmal aus meinem Hirn streichen und nochmal komplett frisch blind erleben. Das wäre eine unfassbare Erfahrung für mich. Und wenn es um Filme geht,
Boah, welchen Film würde ich gerne nochmal blind date? Gladiator. Safe. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Harry Potter-Reihe nehmen soll. Aber da gibt es ja auch die Bücher. Das wäre irgendwie, keine Ahnung. Die Filme waren ja einfach nur, haben dieses Universum nur abgerundet. Aber man hat ja auch die Bücher gelesen. Das heißt, man wusste ja schon grob, was in den Filmen passiert. Aber, oh mein Gott, wie krass geflasht ich nach Gladiator war. Da ist ein Hinox, by the way. Das war unfassbar. Den Film würde ich gerne nochmal blind erleben. Das wäre richtig schön. Das wäre richtig, richtig schön. So, irgendwo hier muss ein Croc sein, bloß leider wird es gerade zappenduster. Ich meine, ich habe immer noch meine Lampe hier, die mir ein bisschen den Weg leuchtet. Aber so wirklich viel bringt tut sie mir aktuell auch nicht. Ah, hier geht's unten rein. Safe ist der Croc hier. Yes, da ist er. Das Wildschwein kann sich hier mal verziehen. Hier auf dieser Landzunge, auf der wir uns gerade befinden, ne? Zack. Da gibt es übrigens zwei Bosse. Wir haben hier direkt einen Hinox herumliegen, den wir gerade schon gesehen haben. Und etwas weiter im Süden, ihr seht auf der Karte, ist nochmal ein Totenkopf markiert. Da treibt sich nochmal ein Leune herum. Und ich würde vorschlagen, wir versuchen mal den zu erledigen. Wir haben schon mal einen Leunen erledigt. Warum sollten wir nicht in der Lage sein, nochmal einen zu killen? Das wäre doch eigentlich eine frische Sache. Jetzt muss ich aber erstmal die erledigen. Mit einer Lanze kann man die tatsächlich aus... Oh, schaut mal, die haben Lanzen. Mit einer Lanze kann man die tatsächlich aus sehr, sehr sicherer Entfernung killen. So, Lanzen sind perfekte Fledermauskiller. So, dann kommen die einfach nicht an einen ran. Die setzen sich auch nicht mehr zusammen. Sehr schön. Und dann nehme ich mir den ganzen Monster-Loot hier mit. Den kann ich einfach richtig gut gebrauchen. So. Sieht man den Leunen schon irgendwo herumstolzieren? Der Leune könnte wieder übrigens, by the way, wahrscheinlich eine Phantom-Ganon-Figur haben. Das müsste ja, glaube ich, ein Mod sein, den ich aktiv habe. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das nur bei bestimmten Leunen so war. Oh Gott, wird das dunkel. Junge, Junge, Junge. Aber jetzt wird es auch wieder heller. Hier. I see. Eine Blumenquest. Aber egal, wie der Leune aussieht. Boah, schau mal, wie der Mond hier auf dem Wasser glitzert. Ich meine, es ist nur ein Spiel. Aber hier kann ich wirklich von Naturschauspiel reden irgendwie. Auch wenn es nur einfach ein freaking Videospiel ist. Halte mich nicht für verrückt. Boah, aber schau mal das Wasser an. Wie schön sieht das schimmert. Und oh mein Gott, das ist so crazy, wie gut einfach Videospielgrafik mittlerweile geworden ist. Die lösen einfach in einem wirklich das Gefühl aus, man würde in der echten Natur sein. Teilweise. Natürlich kann das nicht die Emotionen ersetzen, die man empfinden würde, wenn man wirklich an so einem Ort wäre. Aber es kommt schon sehr nah ran. Es kommt schon sehr nah ran. So, was haben wir hier vorne? Das könnte irgendwie ein kleiner, chilliger Bonus sein oder so. Wer weiß. Oh Mann. Spreng das jetzt. Gut. Alles nur für Erz. Really? Aber das ist mir jetzt auch egal. Ich bin hier, um einen Boss zu erledigen. Da ist er. Und es ist wieder Phantom Ganon. Epic. Okay. Das Ding ist nur, ich habe leider... Erstmal speichern, bevor ich irgendwas tue. Erstmal... Stopp, ich rüste mich erst aus. Das Ding ist nur, ich habe halt einfach kein Futter dabei. Und deswegen werde ich wahrscheinlich nicht in der Lage sein, ihn zu erledigen. Ich glaube, hier die Lanze ist erstmal ein guter Anfang. Als Bogen nehme ich den hier, ja. Aber ich nehme hier normale Pfeile. Oh, ich habe 78 Eispfeile. Tschüss. Nehme hier so ein Baba-Schild. Das sieht ja mal richtig geil aus, der Custom-Skin. Okay. Soll ich auf vollen Angriff gehen? Es senkt zwar meine Verteidigung, aber es böllert halt meinen Angriff in die Höhe. Und das wäre halt schon nice. Dann nehme ich die hier noch. Und jetzt brauche ich noch ein Oberteil. Das hier gibt 3 Verteidigungen, dieses Oberteil. Das gibt auch 3. Ich habe kein Oberteil, was 4 Verteidigungen gibt. Tschüss. Ich bin echt teilweise noch recht schlecht ausgerüstet. So, und jetzt speichere ich. Aber Mifas Gebet ist da. Okay, vielleicht bin ich doch in der Lage, ihn zu erledigen. Schauen wir mal nach. Hallo, mein Freund. Oh Gott. Oh Gott, er reitet einfach auf mich los und gibt mir einfach böse.
Okay, sehr schön, dem konnten wir ausweichen. So, jetzt geben wir ihm einfach mal ein bisschen, ne? Ja! Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, jetzt muss auf die Angriffe aufpassen. Sehr schön, dem konnten wir ausweichen. Da haben wir ihm gegeben, da haben wir ihm gegeben. Ausweichen! Oh, oh, shit. Ja, Leute, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, ich sag's euch. Oh, shit, oh, shit. Ich kriege aber auch keinen Headshot raus. Das ist mein Problem. Das war ein Headshot. Genau. So, und jetzt muss ich meine Waffe, glaube ich, auf eine Einhandwaffe wechseln. Dann können wir nämlich auf ihn drauf und so auf ihn einhacken. Ich nehme mal hier dieses Feuerschwert. Oder, ah, komm, ich nehme das Soldatenschwert erstmal. Aufsteigen, aufsteigen. Oh nein, ich bin nicht aufgestiegen. Ich bin ein Horst. Sehr schön. Oh nein. Oh Gott, jetzt habe ich auch noch eine Fee gedroppt. Das wird nichts. Wir haben ihn noch nicht mal auf Half-Life. Okay, wir laden neu. Dieser Kampf ist ein absoluter Reinfall. Dieser Kampf ist ein absoluter Reinfall. Das war, wir hatten auch schon keinen guten Beginn. Aber wir müssen in der Lage sein, den zu erledigen. Ohne Spaß, Leuenkämpfe sind, finde ich, mit das Coolste in diesem Game. Und wundert euch nicht über die schwarzen Stats jetzt oben in der Ecke. Das ist ein Ladebug. Als ob er trifft mich halt instant, ne? Okay, so brauche ich den Kampf nicht beginnen. So brauche ich den Kampf nicht beginnen. Wenn er den Kampf einfach mit einer Elektropfeilsalve auf mich eröffnet, dann werden wir hier mit Sicherheit nicht viel erreichen. Da bin ich sicher. Das sind halt leider die besten Bögen, die ich habe. Dann gehe ich halt mal auf meine Eispfeile. Vielleicht können die was reißen. Ich bleibe hier mal hinter der Säule. Dann kann er mir vielleicht nicht so viel. Das war ein Header. Genau, hier chillen. Okay, jetzt hat er mich zwar nur überritten, aber jetzt... Das war ein Header, das war ein Header. Jetzt kann ich aber auf ihn drauf. So, drauf, drauf, ah, ah, ah. Okay, kann ich auch mit der Lanze hier was machen? Okay, ich kann auch mit der Lanze auf ihn einhacken. Das wusste ich gar nicht, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Oh nein, 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 ich bin nicht ausgewichen. Uff, uff, uff. Der Typ eskaliert komplett. Ich kämpfe echt schlecht. Ich kämpfe wirklich, wirklich schlecht. Zack. Okay, da haben wir ihm gut gegeben. Da haben wir ihm gut gegeben. Zack, zack. Da können wir quasi immer so nach hinten ausweichen. Ausweichen, ja. Sehr schön. Sehr schön. Ausweichen, 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 ausweichen. Immer, immer ausweichen. Ganz wichtig. So, ich bleibe mal weiter auf Distanz. Ich nehme mir mal eine Leuenlanze, was eigentlich gar nicht so dumm ist. So, zack, ausweichen. Das ist halt so wichtig. Nach hinten, genau. Okay, wir haben ihn schon auf Half-Life, Leute. Das ist... Wir haben auf jeden Fall eine Chance gegen ihn. Ich werde weiter bei meinen Lanzen bleiben. Gerade unser Angriffshelm kann uns hier, glaube ich, extrem helfen. Nein, jetzt hat der Flurry Rush nicht gezogen. Ich werde trotzdem jetzt mal dabei bleiben, ob ich hinkriege, hier ihn zu erledigen. Ich muss eigentlich mehr Headshots setzen. Genau, hier auf Distanz gehen. Oh, shit. Okay, was macht der? Was macht der? Aufpassen. Zack. Als ob, ich bin nach hinten ausgewichen. Oh, das ist ein Kampf, der viel von mir fordert. Das ist schon heavy. Das ist schon heavy. Aber wir sind auf jeden Fall in der Lage, ihn zu besiegen. Wir hatten ihn, glaube ich, auf ein Viertel Leben noch. Wir hatten ihn, glaube ich, noch auf ein Viertel Leben. Wir sind auf jeden Fall in der Lage, hier reinzuhauen. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. So. Schön auf Distanz bleiben. Okay, er zückt jetzt gar nicht seinen Pfeil und Bogen. Deswegen ist es auf jeden Fall eine bessere Kampferöffnung für uns als sonst. Ich bin doch zur Seite ausgewichen. Jetzt macht er dasselbe. Das. Dadurch, dass das Ausweichtiming so viel schwerer gemacht wurde, ist es nicht so einfach, hier diesem Schaden zu entgehen. Es ist wirklich nicht so einfach, hier diesem Schaden zu entgehen. Aufpassen. Sehr schön. Das ist sein Pfeil und Bogen hier erstmal. Ausweichen, ausweichen. LOL. Die kamen einfach gerade runter. Ich glaube, ich muss früher. Der lässt mich gar nicht zum Zug kommen. Keine Chance.
So, wenn du ein paar Mal gut ausweichst, dann kriegst du echt was hin. Das war ein Header. Das war ein Header. So, sehr schön. Auf ihn drauf. Sehr schön. Okay. Ich hatte erstmal eine ganze Ausdauer verbraucht, aber was soll's. So, das ist die Attacke, bei der ich mir am schwersten tue, der auszuweichen. Die Kamera ist auch teilweise wirklich weird. Was macht der jetzt, Alter? Was hat er jetzt gemacht? Sehr schön, das war ein Headshot. Auf ihn drauf. So, aufpassen, aufpassen, drehen, drehen, drehen. Okay. Muss ich wieder aufpassen. Jetzt macht wieder den hier. Okay, nee. Der ist teilweise so schnell. Er ist einfach teilweise so schnell. Okay, da haben wir ihn hier erledigt. Ich werde direkt weiter die nächste Lanze nehmen und auf ihn einhacken. Okay. Da habe ich ihn gegeben. Ich brauche einen Headshot. Ich brauche einen Headshot. Nein. Oh nein, jetzt macht er das. Das ist nicht... Dem kann ich nicht ausweichen. Da habe ich nichts. Der wird mir gleich so böse auf die Fresse geben. Bringt es was, wenn ich meine Isolierrüstung hier nehme? Ja, oh, ich konnte ihm ausweichen. Aber ich habe keine Waffe aktiv. Das ist unprofessionell. Gegen einen Leuen. Ausweichen. Er ist ja teilweise schneller als meine Rückwärtsrollen. Jetzt zur Seite, zur Seite, zur Seite, zur Seite. Genau. Er hat mich erwischt, aber nicht so schlimm. Ich brenne zwar, aber warte mal, ich kann den Aufwind nutzen. Ja, ich bin auf einem Rücken gelandet. Okay, okay, okay. Zur Seite. Nein, aber die Fee kommt nochmal. Oh shit, oh shit. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin, diese Attacke auszuweichen. Fuck my life. We did it, guys. We did it. Holy shit.
Das ist insane. Diese Kämpfe sind unfassbar. Diese Kämpfe sind wirklich unfassbar. Und ich habe das Gefühl, dass das hier nicht einer der einfachen Kämpfe war. Ich habe das Gefühl, dass das einer der schwereren Leuen war. Wie gesagt, aufgrund des Skins konnte ich das jetzt nicht erkennen, aber allein, dass das Waffen sind, die wir noch nicht quasi hatten. Und wir haben ja schon mal einen Leuen besiegt und das war einer der leichteren. Vermute ich mal, dass das einer der schwereren war. Und holy shit, das war heavy. Aber ihr habt wahrscheinlich am Anfang des Kampfes gesehen, wenn man hier ein bisschen, sage ich mal, diese Säulen immer als Hindernis nimmt, dass er einen quasi nicht immer direkt umrennen kann, dann ist man hier einigermaßen gut in der Lage, dem Ganzen auszuweichen und einigen Attacken hier quasi aus dem Weg zu gehen. Goldener Rubin, 300 Rubine! Und nochmal 600 Rubine hat der bewacht. Alter, nice! Und den können wir jetzt wirklich hier getrost als geschafft markieren. Wow. Aber die Kämpfe machen halt trotzdem immer noch übertrieben viel Spaß. Das darf man halt einfach nie vergessen. So häufig man hier auch stirbt, die Kämpfe machen einfach unfassbar Laune. So, jetzt gehen wir noch auf diese kleine Insel. Auf der gibt's hier, Stopp, erstmal speichern, bevor irgendwas passiert. Auf der gibt's noch zwei Crocs und eine Kiste für uns. Die Kiste habe ich gerade gesehen. Und dann, werden wir vermutlich Feierabend für heute machen. Puh, der Part war intens. Der Part war wirklich intens. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. So, du kommst einmal bitte her, kleiner Mann. Dann ist die, geht die Blume wahrscheinlich hier hoch. Genau, es ist nur eine simple Dreierblume quasi, oder? Ah, nee, sie endet noch nicht ganz. Die geht hier noch ein bisschen aufs Wasser raus. Ach, jetzt geht's einfach wieder zurück. Okay. Und dann hätten wir dich auch. Zwei Crocs hier fast auf einem Haufen. Ganz easy versteckt. Und dann war da unten noch eine Kiste. Ich weiß, es ist ultra dunkel, aber die habe ich beim Anflug gesehen. Da ist sogar noch eine Kiste im Wasser. Okay. Dann werde ich die vielleicht auch gleich noch aus dem Boden ziehen. Aua! Oh, shit. Nicht versinken. Sie versinkt. Boah, wirklich jetzt? Musste das sein? Jetzt schaffe ich es nicht mal mehr dahin. Nein, ich werde den Part nicht beenden, bevor ich diese Kiste geborgen habe. So leicht werdet ihr mich nicht los. Da. Moment, da ist sie. So, die wird hier geparkt. Und dann komm her. Da hinten geht auch nochmal die Sonne auf. Nochmal ein silberner Rubin. Wow, wir haben 700 Rubine auf einem Haufen gefunden. Und ihr wisst, wie viel in diesen Mods Rubine wert sind. Und du willst jetzt auch noch auf die Fresse, oder was? Jetzt treffe ich den nicht mal mehr. Leute, ich bin durch. Und ich schwöre euch, bis zum nächsten Mal werde ich kochen. Bis zum nächsten Mal werde ich mir hier Grab mit Rüstungsgericht, ne? Hätte ich hier ordentlich was reißen können. Bloß, soweit war ich halt einfach leider noch nicht. Ich habe auch nicht vermutet, dass ich mich heute diesem neuen Kampf stelle. Aber das Ding ist, soweit ich einmal so einen Kampf anfange, verbietet mein Stolz, dass ich das dann wieder aufgebe. Soweit ich einmal eine Challenge starte, kann ich sie nicht einfach mittendrin aufhören. Das ist ein großer Boomerang. Alles klar. Und das soll es gewesen sein, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Haut rein, euer Hübi.